Hallo Leute und herzlich willkommen hier in Fliff Fly for Fun. Und sehe ich gerade, habe ich eine Nachricht gekriegt. Haben wir den dann hier drin? Ja. Okay, einfach mal antworten. So, ich mache hier weiter. Ich bin gerade Level 15 geworden im letzten Let's Play. Ja, renn da ruhig noch etwas. So. Können wir mal vorbeigucken. Vielleicht hat er ja irgendwas Praktisches anzubieten. Wobei, wenn ich ihn so sehe und sein Level. So, nein, nicht so ganz meine Preisliga hier. Wobei die Dinger natürlich echt super sind. Ach, Level 105. Ja. Nicht ganz, ne? Nicht ganz. Aber, oh, ich drücke immer auf Dialog. Wird dich auch Geld geben. Also, das heißt, ich soll ihn jetzt leveln. Ich frage einfach mal, wie viel. Ziehen wir uns mal hier hin, sonst sehen wir ja gar nichts mehr. 1000 pro Level. Ist ja jetzt nicht so die Menge, ne? 1000 pro Level, vor allem, das dauert ja ewig. Und das lohnt sich nicht. Und da ich eh jetzt erstmal hier meine Quests machen muss. So. Dann wäre das jetzt erstmal abgehakt. Erstmal zur Questverwaltung. Ja, klar, nehme ich das an. Okay. Gut, 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 gut. Was will der da hinten von mir? So, das lassen wir jetzt erstmal, denn nachher wählen wir irgendwas, was wir gar nicht wollen. Wir wollen hier nicht aus Akrobat, nicht Magier. Wir wollen auch nicht Mercenary, wir wollen hier, ja, hierhin wollen wir. Zu der mit dem Riesenkleid. Okay, so, das haben wir jetzt angenommen. Rein theoretisch könnten wir jetzt noch umändern, aber das machen wir natürlich nicht. Wir nehmen jetzt auch noch schnell die Quest an. Beziehungsweise geben sie ab. So, okay. Wo müssen wir jetzt noch hin? Den da können wir auch noch annehmen. Oh Gott, jetzt habe ich gleich euer zig Quests offen. Das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Das machen wir doch auch gerade. Glatt. Okay. So, ja, wo sollten wir denn jetzt hin eigentlich? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Einmal schnell nachgucken. Allgemein Event, da allgemein erste Job Change. So, Assist, da. Wo ist denn der? Maki, Assistmeister Maki. Gut, den wollen wir jetzt auch nochmal suchen. Da, wo ist er? Hallo? Also entweder bin ich echt blind und sehe die ganzen Leute nicht, oder sie werden nicht schön angezeigt hier. Also eins von beiden muss es sein. Da oben? Da oben wahrscheinlich. Oder? Nee, eigentlich auch nicht. Sage mal. Maki.
Maki, Maki. Mal schnell gucken. Vielleicht finde ich ihn jetzt. Oder ich bin echt blind. Das kann natürlich auch sein. Maki. Da oben. Da blinkt zumindest irgendwas sehr langsam. Das müsste er dann aber sein. Ja, da ist er auch. Okay. Das hätten sie etwas schneller machen können, finde ich. Meiner Meinung nach. Das Blinken. Hier stehen alle Meister nebeneinander. Ja, finde ich gut. So, jetzt muss ich hier anscheinend nochmal zu den Level, was weiß ich, wie niedrig, 3 oder so, und muss das Zeug sammeln, aber davon habe ich ja noch ein bisschen was, oder? Habe ich davon was? Twinklestone? Nein, doch nicht. Verdammt. Naja, aber ich denke mal, das dürfte jetzt nicht allzu lange dauern, da ich jetzt hier in der Jobquest bin. Ja, das dürfte jetzt noch gehen. Baum. So. Lauf, 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 lauf. Irgendwie den Berg entlang. Wir nehmen natürlich aber hier die Captains. Was denn sonst? Und wer hätte es gedacht? Ich krieg jetzt wahrscheinlich bei jedem ein. Und wie man sieht, ich krieg im Moment keine Prozente. Ja, das ist einfach daran, weil ich im Moment bei der Jobquest bin. Das sind aber nicht das Normale hier. Was ist denn das? Ja, ist jetzt nur für die. Das ist nicht das Normale, was die geben. So ähnlich wie bei der Sushi-Quest. Haben wir auch irgendwas im Zeug gekriegt, was man gar nicht kriegen kann, wenn man die Quest gar nicht hat. Wie viel muss ich sammeln? Ich glaube 5. Ja. 4. Auch ziemlich unnötig hier. Weil ich meine, die ziehen mir nichts ab. Mir bringt es rein gar nichts. Das Zeug muss ich eh abgeben. Und irgendwie, naja. Naja, ich stelle jetzt mal nicht das Spiel in Frage. Und da haben wir auch schon das letzte. Oder? Ja. Und da ist der Gigant. Level 6. Denk mal, den könnten wir immer noch nicht besiegen. Müsste man aber mal probieren. Aber noch nicht, denn sonst bin ich gleich tot. Das lassen wir lieber. Und wir wollen jetzt nicht noch voll Level, bevor wir eine richtige Klasse bekommen. Wollen wir ja nicht sterben hier. Das hat so schön geklappt. Also diese kleinen Flatterviecher, die kann man übrigens auch kaufen. Für echtes Geld zwar, aber die sind dann, die kann man sozusagen als Haustiere haben, also als Pets, und die sammeln dann alles mögliche Zeugs ein. So, und jetzt könnte ich mich rein theoretisch immer noch umentscheiden, aber ich mache es nicht. So, was soll ich jetzt machen? Wieder mit ihr reden. Ja, super. Hätte sie ihr auch selber gegen können. Naja. Tada! Und irgendwas habe ich gekriegt. Was habe ich gekriegt? Ich bin jetzt ein Assist. Tada!
So, und jetzt? Jetzt bin ich einer. Jetzt habe ich alle möglichen Zeug gekriegt. Aha, aha. Die zwei Sachen habe ich jetzt gekriegt. Okay, und ich bin jetzt anscheinend ein Assist. Ja, schön. Normal musste ich eigentlich immer noch was anderes machen. Zum Beispiel irgendwie irgendwelche Leute töten oder so. Aber, naja, dann halt heute mal nicht. Jetzt suche ich mir noch schnell. Moment, wir können ja hier mal nachgucken. Tada, wirklich. Ich bin wirklich einer. Tja, auf jeden Fall, jetzt haben wir hier ganz viele neue Sachen. Also man sieht hier, hier waren es gerade mal drei. Hier sind jetzt, boah, keine Ahnung, 4x4, 16, 17 Sachen. Und man braucht jetzt zum Beispiel, um den hier hinten, muss man die ganzen auf einem bestimmten Level haben. Und ich brauche jetzt hier erstmal 3, 3, 3. Also das muss ich auf jeden Fall mal auf 3 machen hier. So, und das bestätigen wir auch gleich. So, und jetzt kann ich hier schon heilen. Das ziehen wir auch gleich hier unten rein, wenn wir mal treffen würden. So. Wo wollen wir denn hin? Wir brauchen, was brauchen wir denn für eine Attacke? Die? Ne, die? Ne, die. Ja, das war sie. Die zieht nämlich ganz vielen Leuten ganz viel Leben ab. Aber das machen wir gleich. Wer möchte mit... Wer ist denn das? Die da. Die können wir ja mal in die Kontaktliste machen, aber sonst auch nichts. So, wo wollten wir jetzt hin? Ah genau, wir wollten eine neue Waffe kaufen. Hier sind sie doch. Unsere paar Leute Rüstung. Einmal gucken, was die schöne Rüstung haben hier. Und jetzt gibt es auch noch Rüstungen für verschiedene Leute. Also es ist jetzt alles getrennt hier. Nicht mehr nach... Nicht nur nach Geschlecht. Das können wir hier nochmal machen. So. Bringt's das denn wirklich? Ja, das bringt's schon wirklich. So arg teuer sind die Sachen auch nicht. Dann kaufen wir die ganzen Sachen einfach mal. Das ist auch neu, dass man die so in den Einkaufskorb legen kann. Ja, die wollen wir alle kaufen. Düdüm. Okay. Wollen wir anziehen. Und ich kann nichts machen. So, dann wollen wir es jetzt mal anziehen. Und jetzt werden wir gleich mal sehen. Wir sehen doch schon viel besser aus jetzt. So. Wollen wir noch mit dem Waffentyp hier handeln. Der hat nämlich jetzt einmal, können wir die ganzen Sachen schon mal verkaufen wieder. Die bringt zwar nicht viel Geld, aber sie bringt etwas Geld. Eins hier, aha. Zwei, also immerhin. Etwas Geld bringen sie dann doch noch. Und ja, es schadet nie, etwas Geld zu haben. So. Der hier hat 52 und der nächste ist ab Level wie viel? 22. Ja, das lohnt sich schon. Den müssen wir uns ja fast kaufen. Und der hier... Den brauchen wir, glaube ich, schon, um uns zu heilen und sonst irgendwas zu machen. Aber den lassen wir jetzt erstmal hier, würde ich sagen, denn sonst wären wir noch ganz arm. So, und jetzt haben wir hier einen Hammer. Ja, es wird Hammer genannt, keine Ahnung. Es ist eigentlich auch ein Hammer. Wollen wir noch einmal gucken, ob wir irgendwo ein Schild kriegen. Nein, anscheinend nicht. Also, es ist sozusagen ein Hammer. Und ja, mit dem kann man eben alles Mögliche machen. Es ist wie eine normale Waffe. Nur er haut natürlich etwas anders. Und ja, sonst er ist halt stärker. Und es gibt auch nicht so starke Waffen jetzt mehr. Natürlich gibt es jetzt nur noch starke Waffen. Hammer, sozusagen. Das hat jetzt keiner verstanden, selbst ich auch nicht, aber naja. Was ich damit sagen wollte, es gibt jetzt nicht mehr die normalen Waffen, sowas, die jeder benutzen kann, sondern eben für jede Klasse was Einzelnes. Und ich brauche jetzt eben Hammer. Und dann brauche ich eigentlich noch einen Zauberstab, um jetzt zum Beispiel zu heilen. Aber den habe ich halt noch nicht. Und ja. Soweit, so gut. Was brauchen wir denn hier jetzt noch? Suche,
Aha, den Typ muss ich besuchen. Okay, das machen wir noch. Und dann brauche ich hier... Okay, das machen wir auch noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aha. Okay. Okay, okay. Fazit, da müssen wir erstmal laufen. Und während wir hier den schier unerreichbaren langen Weg laufen, können wir mal gucken, was wir noch alles brauchen. Also wir brauchen... Ich bin mir gar nicht sicher, aber also das brauchen wir auf jeden Fall. Das gibt uns Leben, das gibt uns Kraft. Jetzt haben wir noch 82 Punkte. Ich glaube, wenn man ein höher macht... Warte mal. Charakter... Oh. Mist. Ich brauche noch ein bestimmtes Level. Das ist natürlich unpraktisch. Das ist sehr unpraktisch. Das hatte ich jetzt vergessen. Naja. Naja, naja, kann man nichts machen. Was soll's. Im Moment geht's noch. Jetzt müssen wir halt noch alle immer einzeln töten, aber das kriegen wir dann auch noch hin. So, 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 so. Rennen einfach mal schneller. Wie wäre das? Brauchen wir einen Buff? Nein. Diesen Pinguin gibt es überall auf der Karte. Also den gibt es relativ sehr oft. Und ja, wie gesagt, er ist bis Level 60 sehr gut zu benutzen. Oder 61, eins von beiden. Und da hilft er einem immer, weil ich meine, okay, jetzt für mich vielleicht ein paar Sachen nicht mehr so hilfreich, weil ich selber schon besser bin. Wo bin ich denn jetzt reingelaufen? Hilfe. Okay, aber ich meine, ich kann auch nicht alles so hoch buffen, beziehungsweise stellen, dass es eben immer was Neues bringt. Also ich muss ja immer über Level 7 kommen und jetzt bin ich gerade mal bei Heilen zum Beispiel auf Level 3. Also das zieht doch ganz gut Punkte, vor allem wenn man dann alle haben will. Aber man sieht jetzt schon hier, ich ziehe dem viel mehr und er dürfte mir nicht so viel ziehen. Ganz kurz noch am Rande gesagt, jetzt hat nämlich auch schon die Uhr geklingelt. Waffen oder sonst irgendwas haben hier zum Glück keine Zerfallzeitdauer, was weiß ich. Also man hat diese Rüstung jetzt Ewigkeiten, die kann nicht kaputt gehen, die Waffen können auch nicht kaputt gehen. Das finde ich eigentlich sehr gut. Und ja, damit sage ich jetzt danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute. Kommentiert, bewertet und abonniert mich. Das würde mich wirklich freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!